Hallo, guten Nachmittag. Ja, ich wollte einfach noch ganz kurz mal was zu den 4 Sonntagen sagen, die wir jetzt anbieten für die nächsten 4 Wochen von 10 bis etwa 11. Länger wie 11 wird es nicht gehen. Und zwar machen wir dort die Gruppenanwendungen mit göttlicher Heilkraft. Das ist ja auch das, wo wir die Ausbildung machen im Moment. Morgen ist der letzte Tag. Und wir machen es schon die dritte Runde, und weil es ist so genial. Es darf so viel passieren, es darf sich jeweils so viel transformieren. Und es transformiert sich für jeden jedes Mal das, was gerade ansteht, wenn wir das in der Gruppe machen. Und das Wunderbare ist, wir entwickeln es jedes Mal noch ein bisschen weiter. Es wird jedes Mal noch ein bisschen tiefer. Es wird jedes Mal, hallo, hallo, noch ein bisschen intensiver. Und ich habe gerade vorher von jemandem eine E-Mail gekriegt. Und da geht es eben auch um körperliche Heilung und ob das dann hilft und ob das die richtige Modalität ist. Und dazu kann ich aus eigener und persönlicher Erfahrung nur sagen, ja, aber nicht ja im Sinne, ja, auf jeden Fall, wir machen Wunderheilungen und alles ist danach perfekt und super. Nein, um was es wirklich geht, ist eine Annäherung, ein Hinführen an deine wahre Perfektion, die du als göttliches, perfektes Wesen eigentlich hier bist, um zu leben. Und diese Anwendungen mit göttlicher Energie, die kann man so verstehen als Kickstart in die richtige Richtung. Und da kann wahnsinnig viel passieren. Auch schon innerhalb von nur einer Gruppenanwendung kann sich ganz, ganz viel transformieren für dich. Aber ich wäre ein Lügner und ich wäre ein Versprecher, wenn ich sagen muss, ja, komm und alles ist nachher super toll. Aber ich kann versprechen und ich bin da mir ganz, ganz sicher, dass das der Weg ist, der einen ganz, ganz schnell dorthin führt, wo er eigentlich hingehört. Und wo gehören wir alle eigentlich hin? Wir gehören dahin, dass unser Körper perfekt ist, dass wir absolut hundertprozentig gesund sind, dass wir uns ein Leben in Friede und in Freude und ohne Sorgen ermöglichen können. Und dazu haben wir die Kraft, dazu sind wir hier. Wir sind ausgestattet mit allem, was es dazu braucht, sich ein wunderbares Leben zu kreieren. Nur auf diesem Weg zu diesem wunderbaren Leben dürfen wir alles Alte ablegen, was uns zu diesem Punkt hingeführt hat, an dem wir jetzt sind. Und ich nehme an, alle, die das jetzt zuhören, die sind jetzt offen zu erkennen, was ist denn die Wahrheit? Was ist die Wahrheit von meiner Power? Wofür bin ich in Wahrheit hier? Wie wirke ich denn überhaupt auf dieser Welt? Um was geht es denn hier? Was mache ich denn hier? Und wir sind sicher, niemand ist hier angekommen und gestartet, um zu warten, bis dieses Leben vorbei ist. Sondern wir sind alle hier gestartet, ich sage jetzt mal, mit einem göttlichen Auftrag. Und zwar dieser göttliche Auftrag ist einfach der, wieder herauszufinden, dass all dieses Leiden, dass all diese Einengung, all diese Sorgen, all diese Traurigkeit, die jetzt noch so präsent ist in unserem Kollektiv, die uns immer wieder das Gefühl gibt, dass wir ausgeliefert sind, dass wir hier sind, um zu erkennen, dass es eine Riesenlügengeschichte ist. Und dass wir nicht abhängig sind und dass wir nicht ausgeliefert sind, keinem einzigen externen Einfluss in Wirklichkeit. Und was diese Anwendung mit dieser göttlichen Energie betrifft, wenn wir haben genügend Videos gepostet, die Anja und ich, wo du in der Aufzeichnung schon mal spüren kannst, was dort passiert. Wenn du aber natürlich in dem Moment auch noch dort bist und wir im selben Moment verbunden sind und diese göttliche Energie fließen lassen, bewirkt es bei jedem das, was es gerade bewirken darf. Und sich auch darauf
einzulassen und zuzulassen, zu sagen, es muss nicht genau das sein, was ich mir vorstelle, sondern es darf alles sein. Ich bin bereit, alles zuzulassen, was mich näher zu meiner Wahrheit, zu meiner Perfektion, zu meinem riesengroßen, liebenden Herz führt, dass ich das hier in diesem Moment leben darf. Und das ist das Schöne. Und wenn wir diese Energien anzapfen sozusagen und wenn wir diese Energien verteilen, wir sind quasi nur ein Anzapfer und ein Verteiler, wir irgendwie so eine Stromschaltvorrichtung, keine Ahnung, einer Sicherungskasten oder so, wenn man sich das so vorstellen mag. Es geht nur darum, dass man in dem Moment eben an die Wahrheit, an die göttliche Wahrheit mit angeschlossen wird, dadurch sich wieder erinnert, wie gut, wie wunderbar und wie perfekt man ist und dementsprechend auch diesen wunderbar gesunden und perfekten Körper hat. Und dann sich das ganze System wieder an seinen göttlichen Ursprung immer mehr und mehr erinnert. Weil wir haben es ja einfach nur vergessen. Es ist ja nicht so, dass es nicht da war, aber wir waren abgelenkt, weil man uns irgendwo andere Dinge gesagt hat, weil man uns gesagt hat, ja, und du musst das und das erreichen und du bist hier und du musst eine Familie gründen und Kinder aufziehen, eine Karriere machen, was auch immer wir alles gesagt bekommen haben, weil wir so konditioniert worden sind und irgendwie hat halt unser Herz, unser Inneres, das hat immer doch eine Leere gespürt, weil es ja auch gewusst hat, dass es nicht so ist, dass es nicht darum geht, hier zu sein, um Dinge zu verrichten, sondern dass wir hier sind, um Dinge zu bewirken, um aus uns heraus zu wirken und zwar großartig zu wirken, Großartiges zu bewirken, Großartiges zu initiieren. Einfach wirklich dieses wunderbare Leben, nach dem wir irgendwo alle streben, unser Verstand uns aber noch nicht so ganz erlaubt, dieses wunderbare Leben für uns in Anspruch zu nehmen und umzusetzen. Und genau darum geht es, dass wenn du die Energie spürst, die Energie dieser Wahrheit und dieser Stärke und merkst, was es in dir, in deinem Körper, in deinen Emotionen, aber auch in deinem Geist verändern kann an Perspektiven und was es freilegen kann an Potenzialen, wenn du dich quasi nur in dieser Energie der Wahrheit wäschst und dann gleichzeitig auch noch deinen Verstand orientierst dahin, dass du eben nicht limitiert bist, sondern ein unlimitiertes Wesen, können tatsächlich doch auch Wunder und Magie passieren. Insbesondere an 4 darauf folgenden Sonntagen kann ganz, ganz viel passieren. Aber ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich jetzt irgendwelche Versprechungen machen würde. Sagen, ja, na, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ich bin dabei mit jedem Einzelnen von euch, dass alles möglich ist. Dass alles ganz, ganz schnell möglich ist. Aber ich bin auch dabei und sage, wenn ich etwas verspreche, dann ist es eine Lüge, weil die Umsetzung ist bei jedem anderen. Und da liegt einfach die Möglichkeit und das Potenzial. Und nicht, weil ich irgendwas versprochen habe, sondern weil du etwas ganz tief in dir spürst und weil du etwas ganz tief in dir weißt. Und wenn das mit dem resoniert, was ich sage und was du jetzt denkst, was so eine Anwendung mit göttlicher Energie an Power für dich haben kann, dann ist es gut und richtig. Aber ich will nicht mit deinem Verstand reden und den überzeugen, sondern ich rede mit deinem Herzen, weil da weiß ich es ganz, ganz fest, dass das, was wir machen, aus höchster göttlicher Stelle geführt ist. Und da weiß ich auch, dass ich keinen Fehler mache. Und da könnte ich dir alles versprechen, aber ich muss ja leider auch noch mit deinem Verstand reden. Und was dein Verstand für dich zulässt, das ist das Entscheidende, das ist das Nadelöhr. Es ist nicht das Nadelöhr, dass irgendwas nicht möglich ist oder dass irgendwas nicht transformiert werden kann. Das einzige Nadelöhr ist das, was dein Denken dir erlaubt,
deine Vorstellung und was deine Überzeugung dir erlaubt, was möglich ist. Und deswegen kann es manchmal eben Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ein Prozess sein, der sich langsam entwickelt, weil dein Verstand langsam zulässt, andere Dinge zu sehen und anders zu denken und andere Möglichkeiten zu erkennen, weil er eben nicht bereit ist, so schnell einen Sprung zu machen. Aber das liegt nicht daran, dass es schnell nicht möglich ist. Es ist ganz, ganz schnell möglich, aber wir müssen hier diesen limitierenden Verstand mit einrechnen und mit einbauen. Und der ist eigentlich derjenige, der auch nur Zeit kennt. Der Verstand kennt die Zeit. Unser Universum kennt ja gar keine Zeit, aber der Verstand kennt die Zeit und deswegen kennt er auch die Limitierungen. Das Universum kennt ja keine Limitierungen, oder? Und da müssen wir immer wieder Verstand und Herz verbinden, Verstand und unsere Göttlichkeit, einfach diese zwei Aspekte unseres Seins, das Menschliche, Limitierte und eben das Göttliche, Unlimitierte. Und uns da anzunähern und dieses Menschliche und das Göttliche, das wir wirklich sind, zusammenzubringen, das ist ja dieser Spaß. Ich wollte gerade sagen, das ist ja diese Herausforderung, aber für mich ist es eigentlich dieser Spaß, wiederzufinden, wo meine wahre Kraft liegt, wo meine wahre Freude liegt, wo meine Begeisterung liegt und wo die kann wachsen bis ins Unendliche, weil wir ja in einem unendlichen Universum sind. Zwar ist dieser Körper in seiner Existenz beschränkt, aber ich als geistiges Wesen sehe mich zum Beispiel nicht als beschränkt. Und je mehr ich von dieser Unbeschränktheit jetzt in diesem beschränkten Körper hier ausleben kann, desto cooler ist es, desto mehr Spaß macht es und desto mehr Magie. Das ist ja eigentlich die Magie, oder? Diesen beschränkten Geist in den beschränkten Körper, in dieses Unbeschränkte unseres Seins, unseres göttlichen Seins, unseres Quantenseins reinzubringen. Das ist ja das Lustige, oder? Das macht ja Spaß, sich so da weiterzuentwickeln und zu experimentieren und dabei ganz, ganz sicher zu sein. Weil das Göttliche ist gut und das Göttliche ist schön, das Göttliche ist freudig, das Göttliche ist einfach nur perfekt. Und sich da mit diesen Anwendungen der göttlichen Energie dran zu tasten, zu spüren, zu experimentieren und zuzulassen. Ja? Heilung müssen wir auch zulassen, wir müssen Fülle zulassen, wir müssen all das zulassen lernen und uns dort auszudehnen und zu wachsen. Das ist eigentlich das Coole. Und wer das erfahren möchte in diesen Sonntagen für 49 €, seid ihr dabei. Es ist einfach irgendwie was, ich glaube 12 € pro Mal oder so. Es ist einfach nur eine Wertschätzungsovulus, den wir uns diesbezüglich erlauben, weil wir haben ganz, ganz viel schon gratis gegeben und die Energie muss auch im Austausch sein. Aber nichtsdestotrotz ist es uns wichtig, dass sich halt so viele Menschen wie möglich mal ermöglichen können, das zu erfahren und dann für sich selber zu entscheiden, was es für sie bedeutet, was es, ja, wie diese Göttlichkeit für sie selber, für jeden Einzelnen aus einem herausgelebt werden muss. Und für mich persönlich war das wirklich so das Match-Entscheidende, das hat alles gedreht, als ich das wirklich 100%ig erlaubt habe, dieses Göttliche, diesen göttlichen Teil, die Göttlichkeit in mein Leben erlaubt habe und nicht mehr irgendwie gedacht hat, dass das was mit Kirche oder mit Religion zu tun hat oder sonst irgendwas, sondern dass es eigentlich nur das ist, was Dr. Joe Dispenza das Feld nennt, aber dieses Feld halt göttlich ist, ja. Dieses göttliche Feld, das bedeutet doch so viel mehr. Wenn du weißt, du hast es mit einem göttlichen Feld zu tun, da hast du viel mehr Power drin und deswegen arbeite ich wirklich nur noch damit. Nenn es das göttliche Feld, wenn dir das besser gefällt, aber das ist die Wahrheit. Und das auch so auszusprechen, das hebt eben diese Trennung auf. Diese Trennung, die wir beigebracht gekriegt haben, ja. Weil diese Trennung macht uns schwach. Und wenn wir als Menschen schwach sind, dann sind wir zu kontrollieren und zu manipulieren. Und wenn Menschen eben sich ihrer eigenen Göttlichkeit nicht bewusst sind, haben sie vielleicht noch die Vorstellung, kontrollieren und manipulieren zu müssen, um das zu bekommen, was sie wollen. Aber
Denn sobald du weißt, dass dieser göttliche Teil in dir nicht irgendetwas kontrollieren oder manipulieren muss, sondern nur kreieren, dann bist du frei. Und dann kann, das müssen wir aber lernen, ja? So sind wir halt nicht aufgezogen, so sind wir nicht erzogen, so funktioniert unser System noch nicht. Noch nicht, sage ich. Und es sind immer mehr und mehr Menschen, die sich drauf besinnen. Und es ist einfach nur ein Weg zurück nach Hause. Ein schöner Weg zurück nach Hause. Ich poste nachher noch den Link, wo ihr euch noch anmelden könnt. Morgen früh um 10 geht's los. Alle, die dir angemeldet sind, die kriegen automatisch einen Zoom-Link, wo sie einsteigen können. Und dann lasst uns die Welt verändern. Zum Allerschönsten, zum Größten und zum Besten. Und damit geht es eben auch mit unserer Heilung, unserem Körper, unserer körperlichen Wahrheit einher, weil auch diese ganzen Krankheiten sind ja nur Ergebnisse von falschen Vorstellungen über das, was wir wirklich sind. Also ihr Lieben, ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit geschaffen und ich freue mich auf ganz, ganz viele übermorgen am Sonntag. Tschüss, tschüss!